Über Flüchtlinge im Münsterland haben wir schon oft berichtet, auch über die vielen, vielen Helfer, die an vielen Stellen ehrenamtlich helfen. In einer Unterkunft in Aalen gibt es jetzt allerdings heftige Unstimmigkeiten, Ärger und auch Enttäuschung zwischen den Bewohnern und den Helfern. Was ist da passiert? Wir haben nachgefragt. Das ist die Flüchtlingsunterkunft der Stadt Aalen. Mit den Spenden des Fördervereins wurde hier ein freies WLAN-Netz installiert. Doch nach wenigen Wochen erlebte die Stadt hier eine böse Überraschung. Nachdem wir vom Provider die erste Rechnung bekommen haben im Juni, hatte die Hausleitung festgestellt, dass diese eben um 115 Euro höher ausfiel, als das eigentlich zu erwarten war. Daraufhin ist mit dem Provider sofort Kontakt aufgenommen worden. Es wurde geklärt, woran es liegt. Und offensichtlich war der Grund dafür, dass 10 Abo-Dienste abgeschlossen worden sind. Dazu sollen auch kostenpflichtige Abo-Dienste für Erotikfilme gehört haben. Die Stadt konnte diese Abos wieder kündigen, aber der Vorwurf bleibt. Wir sprechen darüber mit einigen Bewohnern der Unterkunft. Doch die wollen damit nichts zu tun haben. Ich habe diese kleine Handy. Ja, keine Wifi, keine gar nichts. Ich nicht liebe Internet, ist okay. Ich nicht gucke so viel Internet. Nein, nein, nein. Bei mir nein. Keine Frau. Angelika Knöpker und ihre Freunde vom Aalener Förderverein für Flüchtlinge sind trotzdem enttäuscht. Ernüchterung auch beim freiwilligen Deutschunterricht. Obwohl die Zeiten angepasst wurden, ist das Interesse gering. Aber Josef hatte extra die Zeit schon so gelegt, 14 Uhr. Von 14 bis 15.30 Uhr. Und dann musste trotzdem die Heimleitung zu den einzelnen Zimmern gehen und Bescheid sagen, dass der Deutschunterricht soeben begonnen hat. Das ist jetzt eine menschliche Enttäuschung. Und da sage ich auch, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Das sind wirklich Ausnahmen. Aber weil diese Ausnahmen jetzt da in diesem Heim so massiv sind, sahen wir uns gezwungen, das zu machen. Das hat mit unserer anderen Arbeit gar nichts zu tun. Wir sind weiterhin für die mehr als 1000 Flüchtlinge hier in Aalen Ansprechpartner. Wir helfen denen, wo wir nur können. Nur wir haben jetzt für Dolberg vorläufig unsere Arbeit eingestellt. Die Flüchtlinge finden dagegen, dass nur eine Stunde Unterricht pro Woche zu wenig gewesen sei. Also wir haben nur eine Stunde, so machen wir. Einmal nur in der Woche. Und das kann ja nicht alles in unserem Kopf machen, weil das ist nur einmal in der Woche und eine Stunde das machen. Der Förderverein will jetzt abwarten, wie es in der Unterkunft weitergeht. An der Unterstützung für die anderen Flüchtlingsprojekte in Aalen wird sich auf jeden Fall nichts ändern.